der Orthopädie hat Dr. Johannes Busse alle Vorbereitungen zur anstehenden Operation von Gisela Behrens getroffen. Es gibt allerdings ein Problem. Wie viele Patienten hat auch die 44-Jährige panische Angst vor der Narkose? Aus ganz persönlichen Gründen. Das ist großes Geleit. Genau. Ja, ich habe gedacht, Sie waren so ein bisschen aufgeregt. Da komme ich mal mit und bringe Sie mit in den OP. Das ist lieb. Also, aber ich bin schon sehr aufgeregt. Wir haben ja im Vorgespräch, haben Sie mir erzählt, Sie hatten schon mal eine Operation. Das hat auch gut geklappt. Das wird heute wieder so werden. Das ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit. Aber Sie erklären mir noch mal genau alles. So, also. Bei der Karpaltunnel-Operation, das hatte ich Ihnen ja im Vorgespräch auch schon gezeigt, wird ein kleiner Schnitt an dieser Stelle gemacht. Darunter ist ein Bändchen, das die Sehnen umfasst. Und zwischen den Sehnen läuft der Nerv entlang. Mhm. Und wenn das zu eng wird, dann werden die Finger taub. Meistens diese drei, wie wir ja schon gesagt haben. Und das trennen wir, das Bändchen, das wächst wieder so zusammen. Die Haut wird genäht und dann ist das Problem gelöst. Und Sie können Ihre Hausarbeit wieder so weitermachen, wie Sie es gewohnt sind. Ja, das hört sich ja gut an. Trotzdem, also ich habe da so eine Angst. Im Normalfall wird eine solche Operation in Lokal- oder Teilanästhesie durchgeführt. Aber bei Frau Behrens haben wir eine große Ängstlichkeit festgestellt. Und daher haben wir überlegt, dass es für den Operateur einfacher ist, wenn die Patientin eine Vollnarkose bekommt. Denn bei dieser ist jegliche Bewegung ausgeschlossen, die Operation stören könnte. So, da sind wir. Das ist schön. Also ich glaube, ich kriege das nicht hin. Also, warum? Was ist los mit Ihnen? Ich merke richtig, das ist mir richtig schlecht. Also ich möchte das einfach nicht. Ich merke auch richtig dieses Nervöse in mir und dass ich so eine Angst habe. Ich möchte das einfach. Ich möchte einfach, dass hier abgebrochen wird. Atmen Sie mal ganz ruhig. Nicht so schnell atmen. Also, Stefan, holen Sie mal bitte eine Hyperventilationsmaske und dann. Schauen Sie mich mal an, ich kriege das nicht hin. Eine Hyperventilation wird oft durch seelische Probleme, durch Angst oder Panik ausgelöst. Dabei kommt es zu einem zu schnellen Atmen und das Kohlendioxid wird aus dem Blut ausgeatmet und man kann Krämpfe bekommen und bis zu bewusstlos werden. Man kann mit einer einfachen Plastiktüte das Atemvolumen einfangen, sozusagen die Tüte über Mund und Nase stülpen und den Patienten da reinatmen lassen. Und dann wird das meistens schnell behoben. So, die Maske über den Mund. Halten Sie die einfach mal, jetzt atmen Sie mal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Ganz ruhig durch die Nase ein. Legen Sie sich ruhig wieder ein bisschen zurück. Durch den Mund. Wir machen nichts, was Sie nicht wollen. Kein Problem, nicht schlimm, aber da können wir nicht operieren. Das müssen wir abbrechen. Also das müssen wir versuchen, irgendwie anders zu regeln. So geht das nicht. Statt auf dem Operationstisch zu liegen, bezieht Gisela also wieder ihr Patientenzimmer, wo Mutter Trude und Tochter Maike beruhigend auf sie einreden. Die 44-Jährige ist immer noch durch den Wind. Denn ihr Problem ist nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Das war jetzt doof, aber das macht es ja bitte. So, Frau Behrens, ich habe Ihnen mal Ihren Freund, den Dr. Sina, mitgebracht. Der hatte sich so auf Sie gefreut heute Morgen. Hallo, grüße Sie. Hallo, Frau Behrens. Guten Tag. Ja, ich habe auf Sie gewartet. Mit Freude habe ich auf Sie gewartet, um bei Ihnen die Narkose zu machen, aber Sie erschienen nicht. Was war denn los? Ja, ich habe einfach, wissen Sie, ich habe Angst vor dieser Narkose. Kindchen, du brauchst keine Angst haben. Das ist doch heutzutage ein Klacks. Ich bin doch neulich auch operiert worden an der Hüfte, weißt du noch? Guck mal, ich bin fit wie ein Turnschuh. Das ist doch alles kein Problem heutzutage. Also, dass ich jetzt Angst vor der Narkose habe, Maike, ich möchte das jetzt nicht... Ja, aber du hast doch Schmerzen, Mutter. Also, du musst doch irgendwas machen. Also, noch mal, erst gerade, sie wollte gerade das Wasserglas nehmen, bevor ich Blutdruck messen wollte. Und das ist ihr aus der Hand gerutscht. Ich bin hier auch gerade noch auf die Scherbe drin, Frau Behrens. Ja. Ich hatte Ihnen das erklärt. Sie haben diese Gefühlsstörung und Sie haben nicht mehr die richtige Kraft in der Hand. Und das wird nicht besser. Also, die Operation ist bei Ihnen durchaus zu empfehlen. Wir haben alles andere versucht. Also, ich brauche keine Operation. Das ist völlig normal, dass ein Patient, der operiert wird, eine Frau, ein Mann, dass er Angst hat, aber nicht in diesem Ausmaß. Es muss irgendwas dahinter sein, aber ich kann Ihnen auf jeden Fall eine Alternative vorschlagen. Wenn Sie vor Narkose Angst haben, da kann ich Ihnen eine Hypnose anbieten. Eine Hypnose, in dem Zustand, dass Sie anhand operiert werden, so gut wie gar nichts mitbekommen. Sie sind wach. Sie sind wach, Sie können auf meine Stimme hören, Sie sind vollkommen da und da kann auch die Operation erfolgen.
Wäre das eine Alternative? Ich weiß, das hört sich auch so an. Also, das hört sich so Hokuspokus an. Ich weiß nicht. Nein. Also, ich, Frau Behrens, das muss ich mir. Man glaubt es nicht, aber er ist wirklich einer der wenigen, der das schon mal gemacht hat. Also, er macht das perfekt. Das ist eine Sache, die sollten Sie sich durch den Kopf gehen lassen. Also, bei der Hypnose geht es um einen Zustand, den wir erzeugen bei Ihnen, wo Sie da sind, Sie hören, die Augen sind geschlossen, Sie hören alles, Sie verstehen alles, wir kommunizieren miteinander, nur Sie haben keine Empfindung eben in der Hand, wo Sie operiert werden. Nur hier, wird kalt, kühl, schmerzfrei, gefühllos. Und es passiert eigentlich in der Hypnose nur das, was Sie wollen. Also es hat mit Hokuspokus nichts zu tun. Mhm. Hypnose ist wissenschaftlich anerkannte Methode. Es gibt viele Beweise dafür. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, das zu probieren. Gut, ich probiere das aus. Besser als jeglich andere. Entschuldigung, probier das. Das klingt doch gut. Ich würde das sofort machen. Ja, gar keine Sorgen machen. Natürlich. Ich komme nochmal zu Ihnen und wir erklären genau, welcher Technik ich anfange. Okay? Gut, wunderbar. Vielen lieben Dank. Ja, also, dann beruhigen Sie sich ein bisschen und bis nachher dann. Wir sehen uns dann. Gisela ist erleichtert, dass es eine Alternative zur herkömmlichen Narkose gibt. Ob sich die 44-Jährige aber tatsächlich auf die Hypnose einlässt und diese auch bei ihr wirkt, zeigt sich erst, als es am frühen Abend soweit ist. Wie geht es Ihnen? Ja, ein bisschen aufgeregt. Also das glaube ich. Aber sie ist nicht so aufgeregt wie vorhin, wo wir das mit ihr das Gespräch geführt haben. Ah, okay, gut. Ja? Da war ich jetzt nicht dabei. Aber also, wir haben alles erklärt. Ich habe Ihnen gesagt, in welchen Zustand Sie kommen. Sie werden durch eine Technik die Augen schließen. Sie werden alles hören, alles verstehen, mit mir kommunizieren. Wenn ich eine Frage stelle, brauchen Sie auch nicht reden. Sie brauchen nur die geschlossenen Augen als Ja. Einfach ein, zwei Mal nach vorne nicken und als Nein diese rechts und links. Mehr nicht. Also, ich würde jetzt die Hypnose einleiten. Schauen Sie bitte auf das Licht bei der Lampe und versuchen Sie, dieses Licht zu fixieren und immer ruhiger und ruhiger werden ausgezeichnet. Und irgendwann werden Sie merken, dass die Augen beginnen eben zu leicht zu brennen oder zu tränen. Und wenn Sie das Bild jetzt, das Licht verschwommen sehen, schließen Sie selbst die Augen. Ausgezeichnet. Hervorragend. Sehr gut. Hypnose ist ein Zustand der veränderten Wahrnehmung, veränderte Bewusstseinslage. Wir können die Hypnose einsetzen, zum Beispiel für die Beruhigung der Patienten. Wir können als Teilnarkose sozusagen gegen Schmerzen auch die Hypnose einsetzen. Hypnose wird auch eingesetzt für die Operationen, vor allem auch in Zahnmedizin. Man kann die Zahnextraktionen, Entfernungen auch in reiner Hypnose machen. Weniger Blutung, weniger Schmerz kann erfolgen. Du siehst, sie ist schon. Jetzt, während sie jetzt in Trance ist und auch das hört, was wir miteinander reden, aber das stört sie ja nicht, weil sie in ihren eigenen Bildern jetzt beim Skifahren ist. Das ist herrlich und diese Stabilität der Berge, diese wunderschöne Natur hilft ihr auch, um in diesem Zustand so zu bleiben, dass sie sich wohlfühlt und die Operation kann gleich laufen. Sehr schön, dann können wir jetzt starten. Wir sind gleich soweit, die waschen sich noch. Ja, sehr schön. Giselas Operation verläuft ohne Komplikationen. Warum die 44-Jährige zuvor so panische Angst vor einer gewöhnlichen Narkose hatte, bleibt aber noch rätselhaft. Merkwürdig ist zudem das Verhalten der Mutter der Patientin am folgenden Morgen. Hallo Inge, was machst du denn hier? Wir haben uns ja schon ewig nie mehr gesehen. Alles klar, wie geht's dir denn? Gut. Was macht der Mann und die Kinder? Weißt du was, die Hannelore, die schläft gerade nach der OP. Und jetzt gehe ich in meine Küche und koch dir was Feines. Weißt du was, kommst mit und hilfst mir. Wenn die wach wird, die braucht doch was Ordentliches zu futtern, damit die wieder zu Kräften kommt. Auf der einen Seite war es natürlich erstmal ein bisschen lustig, als Frau Radau aus dem Patientenzimmer kam und völlig desorientiert war. Nicht nur, dass sie nicht wusste, wo sie war, sie hat auch alle Namen durcheinander geschmissen und wollte dann einfach mal in die Küche kochen gehen. Das ist für einen Externen ein bisschen zum Lächeln, aber wenn man in die Tiefe geht, ist es schon sehr traurig und es macht dann auch Angst, weil man nicht weiß, wo enden diese Patienten. Hier in diesem Fall war sie ja ganz gut aufgehoben und wir konnten uns dann um sie kümmern. Ich bin gerade wach geworden. Sie suchen Ihre Mutter? Ja, genau. Haben Sie meine Mutter gesehen? Ja, die ist in der Küche. Da kommen ist Sie mal mit. Betreuung da. Nehmen Sie noch mal Platz, dann können wir kurz auch darüber sprechen. Ja, also jetzt bin ich gerade so ein bisschen, weil ich bin eingeschlafen und sie saß da noch. Geh ruhig zurück. Und plötzlich sehe ich sie gar nicht mehr. Passiert das öfter? Ist vielleicht sogar eine Demenz bekannt?
Ja, meine Mutter ist demenzkrank, okay. Und sie nimmt auch Medikamente. Wissen Sie, wie schrecklich das ist, dass sie die eigene Tochter gar nicht mehr erkannt hat? Und ich komme gar nicht damit klar, die eigene Mutter, die die eigene Tochter gar nicht erkennt. Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Ich weiß es nicht, aber ich kann es verstehen. Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Ja, das ist schlimm, das ist richtig. Ne? Und eine Demenz, da ist auch langfristig nicht viel zu machen. Aber Sie wissen sicher, es werden ständig neue Medikamente entwickelt. Man kann Alternative... Sie nimmt ja schon Medikamente. Vielleicht muss man das nochmal wechseln, dass man das mit dem Hausarzt bespricht. Musiktherapie, es gibt also viele Möglichkeiten. Ja. Und das, was Sie auch angeregt haben, dass sie zu Hause in einer konstanten Umgebung ist, wo sie sich auskennt, das ist sicher förderlich, um den Prozess vielleicht auch ein bisschen zu verlangsamen oder zu verbessern sogar. Es tat uns allen natürlich sehr leid, als ich bestätigte, dass Frau Radau an Demenz leidet. Das ist sehr, sehr schwierig für die Verwandten. Plötzlich verändert sich ein Mensch, er erkennt einen nicht mehr. Der macht kuriose Sachen, nicht immer gute Sachen, auch böse Sachen. Das ist wirklich eine Krankheit, die die ganze Familie betrifft und nicht nur den Dementkranken. Dafür gibt es sogar Selbsthilfegruppen für Familienangehörige. Diese panische Angst vor dieser Narkose, die kommt ja daher, weil meine Oma ist vor circa einem Monat operiert worden. Und ja, und durch die Narkose war das Mutter, immer schlimmer. Meinst, ihre Mutter? Ja, ja. Ich weiß. Alles gut. Aber da muss man, Resa, denke ich, da muss man auch mal klarstellen, dass eine Narkose die Demenz nicht auslösen kann. Also eine Narkose schädigt die Gehirnzellen. Das aber im Internet. Ja. Ich habe lange recherchiert. Man liest oftmals viele falsche Dinge. Also eine Narkose kann man vergleichen mit einem Alkoholrausch. Das ist nicht unbedingt erstrebenswert, aber das kann man gut überstehen. Und das verschlimmert die Demenz nicht. Die Demenz verschlimmert sich im Laufe der Zeit automatisch. Und ich denke, da muss man ganz klar differenzieren. Jetzt haben wir natürlich verstanden, warum die Frau Behrendt so eine panische Angst vor einer Vollnarkose hatte. Denn ihre Mutter hatte kurz zuvor eine Hüftoperation. Dazu ist eine Vollnarkose notwendig. Danach bekam die Frau Radau wohl einen Schub. Jetzt hat Frau Behrendt gedacht, das kommt von der Vollnarkose. Denn sie hat im Internet recherchiert und hat da gelesen, dass durch eine Vollnarkose Gehirnzellen absterben können und eine Demenz ausgelöst werden kann, ist natürlich völliger Quatsch. Aber ich sehe gerade, um noch mal drauf zu sprechen zu kommen, Ihre Hand ist aber wirklich gut geworden. Ne? Ja, das Gefühl ist überall schön gleichmäßig. Finger bewegen können Sie auch schon ganz gut. Genau. Also, sehr schön. Richtig, ja, also das ist genau das, was wir haben wollen. Sehr schön. Im Nachhinein eine gute Idee. Richtig, sehr genau. Schön. Und während der Operation haben Sie auch keine Schmerzen gehabt? Also kein Schmerz. Nichts. Sehr perfekt. Richtig, perfekt. Genau. Und auch bis jetzt ist es auch ohne Schmerzen geblieben. Genau. Sehr schön. Also, genau, kann ich bestätigen. Wir haben während der Operation auch dann einen posthypnotischen Auftrag gegeben. Ihre Mutter, ja bitte. Leute, da bin ich wieder. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Was meines zu futtern. Haferschleimnis, ich hab doch mir so auch gerne. Große Sorgen ich gemacht. Nee, brauchst du nicht, mir geht es prima. Lass dich einmal umarmen. Kindchen, siehst du gut aus, siehst du alles prima gelaufen. Ja, Kindchen. Und die Maike ist auch da. Hallo, sind wir alle zusammen. Gisela durfte die Klinik schon am darauffolgenden Tag verlassen. Ihre Mutter Trude hat mittlerweile eine neue Therapie gegen ihre Demenz begonnen, die tatsächlich Wirkung zeigt. Die 66-Jährige hat seitdem weniger Aussetzer. Am meisten hilft der Rentnerin aber der Zusammenhalt ihrer Familie.